Yo Freunde, was geht ab? Es geht natürlich wieder weiter mit Let's Play Zelda Skyward Sword. Und im vorherigen Part bin ich jetzt ins dritte Gebiet des Spiels vorgedrungen, in die Wüste von Ranel, aber derweil befinde ich mich noch bei der Ranel-Mine. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Bereich hier und wir sehen, da geht's irgendwo lang und da geht's auch irgendwo lang. Bei dem Ausgang bin ich ein bisschen näher dran, da komme ich sowieso noch gar nicht hin. Erst sehr viel später. Wir sehen, hier gibt's überall ganz schön viel Treibsand und es gibt hier noch was wesentlich Verblüffenderes. Es gibt nämlich sogenannte Steine der Zeit, die, wenn sie aktiviert werden, die Zeit in einem gewissen Umgebungsradius verändern, sodass da wieder die Vergangenheit herrscht. Und dadurch erwachen auch hier diese komischen Roboter zum Leben. So. Erstmal tue ich diese Lore hier so hinschieben. Dann merke ich gerade, dass ich leider gerade überhaupt keine Bomben mehr habe. Trotz der mittleren Bombentasche, aber... Ah, na bitte. Hier gibt es eh wieder welche. Kann ich mir wieder schön auffüllen. Na? Nein! Ach, du bist ein Trottel. Heb sie schnell auf. So, puh. Solange sie noch nicht hochgehen, kann man sie immer noch einstecken. So, ich mache mir die am besten gleich wieder voll. Damit ich nicht wieder zu wenig habe. Ich habe mir wenigstens eben eine Ersatz... Naja, keine Ersatz, eine Zusatzbombentasche gekauft. Die habe ich sogar schon in der Werkstatt vergrößern lassen, dass ich von statt einer kleinen jetzt schon eine mittelgroße habe. Und da habe ich jetzt deutlich mehr Platz. So. Ups. Ja, ich weiß, es ist gerade sehr spannend. So. Komm, das muss jetzt mal reichen. Erstmal mache ich hier alles kaputt, was nur geht. So. Bums. Und Bams. So, Hauptsache hier sind mal diese Schienen frei geworden. Und da muss ich jetzt, glaube ich, eh so komisch eine Bombe langrollen. So, genau. Und bam. So, und dann, glaube ich, sogar noch eine wesentlich weiter rollen. Ich weiß aber gar nicht, ob sich das überhaupt ausgeht. Ah, doch, das geht sich aus. Boom. Und seht mal, ein weiterer Stein der Zeit. So. Ich glaube, den musste ich jetzt mit dem Käfer berühren, damit er sich aktiviert. So. Und zack. Ja, und wir sehen, hier herrscht jetzt Vergangenheit. Das heißt, es gibt auf einmal wieder Dekoranhas hier, aber der Treibstand ist weg. Und hier ist wenigstens eine weitere Äonenblume. Und ein weiterer Roboter, der gräbt so. Weiß gar nicht. Soll ich dich kaputt machen oder nicht? Aua. Anto. Ich hasse diese Viecher. Mach mal dein Maul richtig auf. Und stirb. So, Moment mal, da ist ja noch so ein. Noch so ein Vieh. Vor allem, jedes Mal, wenn ich das Schwert so halten will, wie ich es gerade halte, dann glauben die, die können mich verarschen. Seht ihr? Ich will so schlagen. Leck mich doch. So, ich komme aber hier gar nicht durch, wenn ich nicht in einer Lore sitze. Moment mal, Herzblumen. Ups. So. Hast du irgendeinen Hinweis für mich? Was macht den Menschen in diesem Ort? Suchst du etwa Steine der Zeit? Naja, ich habe doch hier gerade einen gefunden. Ja, egal, ich gehe mal hier weiter. So, warum sind hier schon wieder so viele Felsen? So, ablegen. Ja, und übrigens, es kann immer nur ein Stein der Zeit gleichzeitig aktiv sein. Also wenn der jetzt aktiv ist, hat sich der andere große, den ich im vorherigen Part aktiviert habe, wieder deaktiviert. Das ist leider so. So, aber wenigstens... Aua! Mann, ich hasse diese scheiß verdammten orangenen Dekoranhas. Leck mich doch. Geh einfach weg. So, was haben wir denn hier drin? Oh, eine blaue Vogelfeder.
kann man trotzdem gebrauchen. So, jetzt habe ich wenigstens wieder eine. So, und wir sehen hier, ist jetzt halb Treibsand, halb fester Boden. Und da ich da ja auch noch... na, du kannst mich mal. So, wenigstens habe ich die Lore hier so hingeschoben. Das heißt, ich kann jetzt hier rein und kann mitfahren. So, der Felsen wurde ja auch zerbombt. Das heißt, es geht weiter. So, und wir sehen, ich bin im Freien. Wow. Wo bin ich denn jetzt? Das sieht wirklich aus wie eine Wüste. Wir sind hier in der Wüste Ranel angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich vollkommen verändert. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Wüste Ranel. Da hinten ist ein... Habt ihr das gerade gesehen? Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichem Treibsand fest. Das Gefahrenpotenzial steigt um 30%. Ich empfehle, Plus zu drücken, um auf deiner Karte die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Da! Das ist doch... Ich schätze, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Eldin gereist ist. Ja, jetzt wird gleich mal die Karte aktualisiert und... Boah... Wüste Ranel. Ja, die ist wirklich sehr groß. Und hier haben wir auch gleich mal eine Vogelstatue. Und Felsen, die man zerbomben kann. So... Stein der Zeit! Ich habe einen Stein der Zeit freigelegt. So, und wie gesagt, bis hierher wirkte noch die Kraft des anderen Steins der Zeit und jetzt aktiviere ich aber den hier. Zack! Ja? Dadurch hat sich jetzt der Radius ein wenig erweitert. Ja, jetzt ist hier wieder alles schön grün. Hier sind Ranken, wo ich hochklettern kann. Und da ist noch eine Äonenblume. Wie viele habe ich jetzt eigentlich schon von denen? Mal kurz looken. Oh, vier Stück! Vier Stück bereits, das ist schön. Okay, und... Alter! Da! Das ist das Triforce mit Flügeln! Also zumindest eine Statue davon, das gibt's doch gar nicht. Wie kann denn das sein? Ja, das werden wir noch herausfinden. Und hier könnte ich, wie gesagt, immer wieder zurück, aber will ich jetzt gerade nicht. Alter! Was hat das bitte zu bedeuten? Warum ausgerechnet hier an diesem Ort? Warum überhaupt? Ja, und hier haben wir... Oh, fies. Das war gerade Wüstengras und es ist kaputt gegangen. Das kann man nämlich nur einsammeln, indem man es mit dem Schmetterlingsnetz einfängt. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man sich nicht beeilt, dann geht es wirklich einfach kaputt. Aber das rollt hier zufälligerweise immer wieder über den Wüstenboden und ich möchte von denen ein paar einfangen und mitnehmen. So, die Viecher sind auch ganz eklig. Die, boah, die sind erstmal elektrisch geladen und versuchen mich platt zu rollen. Aber wenn sie betäubt sind, dann sterben sie, wenn ich ihnen, ja, wenn ich sie umbringe und dann bleibt ihr Panzer über. So, ja, hier sind noch Kakteen. Die sind übrigens eh ganz witzig, die... die sind elastisch. Mann, jetzt war ich schon wieder Wüstengras, was kaputt gegangen ist. Das ist so dumm. Ich will das doch einfangen. Ich brauche das. Ich will das. Ja, ich brauche es. Ja, jetzt nicht so betrogen, aber ich möchte es trotzdem gerne dabei haben. Das mit dem kleinen Netz zu fangen ist eh doof. Aber ausgerechnet Wüstengras brauche ich... Wow. Haha, voll verarscht. Ich brauche ja ausgerechnet ein bisschen Wüstengras, um das Schmetterlingsnetz überhaupt mal zu vergrößern. Das ist ja das Witzige. So, hä? Die schwingen hier so komisch rum. So, also. Gehen wir mal auf die Pirsch. Wie gesagt, das rollt hier einfach nur zufällig mal vorbei. Und wenn man es sieht, sollte man schnell sein, bevor es wieder kaputt geht. Das ist ja ganz... Geht ganz schnell kaputt, leider, dieses Wüstengras.
So, hier ist wieder so ein Mistvieh. Komm mal her. Haha. Und nimm das, das, das und das. So. Wüstengras. Ich brauche Wüstengras. Wo ist Wüstengras? Bitte. Ah, da. Seht ihr? Jetzt. Ja, ich hab's erwischt. Du hast Wüstengras erhalten. Dieses Gras lässt sich vielleicht für etwas Nützliches verwenden, wenn man es trocknet. Das ist sowieso schon trocken, oder? Oh, mein erstes Büschel Wüstengras. Und ich brauche ja 3 von denen, um ein größeres Schmetterlingsnetz zu haben. Aber dann brauche ich immer noch diesen dämlichen Schattenkristall, also diesen einen komischen Schattenkristall. Nicht zu verwechseln mit den Schattenkristallen des Twilight Princess. Auf jeden Fall ist das... Oh, hier ist gleich noch eins. Bleib stehen! Erwischt. So, eins noch. Nur noch eins. Ich meine, ich brauche später für andere Upgrades auch noch ein paar Büschel davon. Später sogar relativ viele. Es gibt nämlich irgendwas, wenn man das verbessern will, braucht man 5 Büschel Wüstengras. Und das ist ja schon ganz schön heftig. Ah, seht ihr? Das kommt, das Wüstengras, das kommt immer out of nowhere. So. Okay, hier ist so ein Durchgang blockiert. Das ist fies. Vielleicht kann ich mir gleich mehrere Büschel fangen. Von dem Wüstengras. Wenn es noch auftauchen würde. Wie gesagt, das kommt einfach von irgendwo her. Ist dann einfach da, rollt hier so lang, wenn es aber leider gegen eine Wand. Seht ihr? Wo kam das gerade her? Nein! Seht ihr? Zack! Und kaputt. Egal, 3 Stück habe ich doch jetzt eh schon. 3 Büschel. Gut. So, was haben wir denn hier? Donnerblumen. Jo. Kann man gleich mal auffüllen, die Bombentasche auffüllen. So, schwupps. Jo. Schwupps, jetzt geht es wenigstens ein bisschen schneller, weil hier gleich 2 nebeneinander wachsen. So, die mache ich erstmal ganz voll. So, dank der mittleren Bombentasche habe ich immerhin schon mal Platz für 20 Bomben. So, und voll. So. So, ah ja, ich weiß schon wieder. Ah ja, genau, jetzt kommt man hier nämlich hoch. Dann haben wir hier erstmal eine Schatztour mit... Wüstengras. Lol. Okay, kann man ganz, ganz selten sogar noch einen Schatztruhen finden. Jetzt habe ich sogar 4 Büschel, noch besser. Wüstengras kannst du in der Wüste Ranelle und an anderen Orten finden. Es rollt über den Boden und kann für allerlei Dinge verwendet werden. Wenn du es siehst, fang es schnell mit deinem Schmetterlingsnetz ein. Das habe ich eben gerade erklärt. Fei, du bist zu dämlich. Und da drüben ist ein Artefakt der Göttin. So, warte mal. Man muss da ja hier so komisch rüber jumpen und dann eine Bombe genau da oben in diese Öffnung reinwerfen. So. Nein, das war daneben. Das muss genau da reinfallen. Ja, genau. Weil jetzt kann ich da drin nämlich den Felsen zerstören. Bam. Und da drin ist wieder mal ein Stein der Zeit. So, jetzt werfe ich da gleich noch eine Bombe rein. Ach komm. Ich glaube, es müsste... Es geht auch mit dem Schwert. So. Oh oh. Ach du heiliges bisschen. Hilf mir! Psst, Hilfe! Da ist ein Roboter eingesperrt und... Das hier sind jetzt echt megamäßig nervige und fiese Bockprints. Die haben nämlich Elektrowaffen dabei. Und wenn ich denen... Seht ihr? Die sind so scheiß nervig, aber echt. Und... Tot. Und oh! Schmuckschädel! So, die lassen nämlich auch immer wieder mal Schmuckschädel fallen. Wenn man Glück hat, sogar goldene Schmuckschädel. Aber die sind so fies. Ich kann, wie gesagt, mit dem... Aua. So. Ja, lol. Wenn sie aus... Ah, wenn sie sich außerhalb des Radius des Steins der Zeit befinden, dann zerfallen sie wieder zu Skeletten. So, was ist denn los mit dir, Kleiner? Ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Du hast mich gerettet. Psst. Ja, das habe ich wohl. Das war knapp, beinahe hätten mir die Kerle den Strom abgeklemmt. Psst. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der kommt von hier, ist aber ein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dir dieses Ding ein wenig verbessern. Gib mal her. Psst. Ist ja geil, der verbessert meinen Käfer. Du hast
Erst den Greifkäfer erhalten. Mit seinen größeren Zangen kann er Items aufheben und tragen. Ist doch geil. Drücke Z, noch umzublicken und getragenes Item abzuwerfen. Jetzt kannst du mit dem Käfer Objekte greifen und festhalten. Pass auf dich auf. Ja, das ist ein ganz wichtiges Upgrade, das wenigstens nichts kostet und auch kein Material braucht. Aber den Käfer muss man sich hier wirklich unbedingt verbessern lassen, weil sonst kommt man im Spiel nicht weiter. Ich kann jetzt nämlich zum Beispiel da oben eine Donnerblume nehmen, also mit den Zangen einfach nur drauf zufliegen, so, und dann mit Z hinabblicken und genau da abwerfen, wo diese Dinger hier sind. So, und A drücken und es landet perfekt da drin. Wunderbar. So, also der Greifkäfer ist jetzt noch cooler als der normale. Und sobald man den Greifkäfer hat, kann man den immerhin auch noch in der Werkstatt dann verbessern. Aber da brauche ich halt, wie gesagt, Material und ein bisschen Geld dafür. So, da haben wir eh wieder die nächste Donnerblume. Und, ja, ich kann auch mal versuchen, hier dieses Ekelvieh hier so damit zu treffen. So, und stirbt. Haha, kommt davon, Ella Badge. Nein. So, das muss man hier sowieso alles umbomben, kaputt bomben, damit die umkippen. Damit ich nämlich da später rüberkomme. So, und da drüben auch noch, weil sonst komme ich unmöglich über den ganzen Treibsand, sonst ersäuft Link noch im Sand. Das ist auch eigenartig, wenn man das so sagt, ne? Im Treibsand ertrinken. So. Von hier komme ich leider da nicht rüber und an das Artefakt der Göttin komme ich auch nicht rüber. Wartet mal. Wenn ich ganz geschickt bin, kann ich diese blöden schwarzen Vögel da drüben auch mit einer Bombe umbringen, weil die sind auch verdammt nervig. Ich weiß aber nicht, ob es sich von hier aus überhaupt ausgeht mit der Entfernung oder nicht. Oh, es könnte sich ausgehen. So. So, und jetzt... Bam! Stirb. So. Das kommt davon. So, ist hier jetzt noch irgendwas? Ne, hier ist wieder so ein komisches Elektro-Schneckenvieh, was mich aber mal kreuzweise kann. Ich muss sowieso dahin. Bisschen Geld einsammeln. So, ey, Moment mal, da ist ja noch so ein Ding. Warte mal. Das möchte ich auch kaputt machen. Einfach, weil ich es kann. Und zack. So. Okay, was ist... Oh, Moment mal, das ist... Ist das ein Bernsteinhalter da drin? Ich glaube, ja. Da ist noch ein Fünfer. Ja, das ist einer. So, warte, da renne ich jetzt aber nicht rüber, den hole ich mir mit dem Käfer. Ja, mit dem Greifkäfer natürlich. So, schwupps. Erwischt. Und... Wider Gates. So... Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch so ein Vogel. Oh, und hier ist noch so eine Sandzikade. Schwupps! Erwischt. Sehr schön. So, okay, hier gibt es Donnerblumen. Das ist noch welche. Sehr witzig, dass die hier oben auf den Bäumen wachsen. Und ich muss sowieso mit dem Greifkäfer jetzt diese Elektroschnecken umbringen, damit ihr Panzer überbleibt. Und dann komme ich nämlich auch über den Treibsand rüber. Das... Zack, muss man aber ganz geschickt machen. Vor allem... Ab irgendeiner Stelle hat der... So, hier kann ich mich nämlich ausruhen. Ab irgendeiner Stelle hier in der Wüste hat der Treibsand nämlich eine Strömung und dann würde das Ding wegtreiben. So, du gehst mal sterben. Ich wollte sagen, du gehst sterben. Bäm. So, kommt davon. Seht ihr? So, dieses Vieh. Hey, da drüben ist noch so ein Goddess Cube. Und... Kabum! So. Habe ich dich kaputt gemacht. So, einfach schnell auf den Panzer rauf. Ausdauer auffüllen. Die versinken aber, glaube ich, nach einer Zeit nämlich im Sand. Deswegen lieber weiter. So. Aber erstmal... Zack. Wunderbar. So, wo es die gibt, gibt es natürlich noch mehr. Unter anderem dort drüben, aber da komme ich jetzt irgendwie noch gar nicht mal hin. So.
Achso, jetzt muss ich das... Hä? Wieso ist das jetzt schon wieder da? Jetzt muss ich das Vieh nochmal umbringen, damit ich auf die andere Seite rüberkomme. Äußerst seltsam. So, und BOOMS! So. Schön abgekackt, das Vieh. So, genau, also kurz mal warten. Genau, da drüben ist sowieso eine Vogelstatue. Renn, 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 renn! Nein! Wow! Oh, man sollte bloß nie die Ausdauer komplett leer haben, wenn man im Treibstand ist, weil sonst, ja, wisst ihr, könnt euch eh denken, was dann passiert. So. Okay, hier sind noch mehr von den Viechern. Warum kann ich denn hier hoch? Ah, jetzt kann ich hier so lang laufen. Ah, ich weiß schon, jetzt kann ich diese Lore da runterschieben, dann bastel ich mir nämlich gleich mal eine Abkürzung. Da muss ich hier nämlich nicht wieder... Aha, hey, Moment mal, das sind natürlich schon wieder neue Insekten. Du hast eine Ranell-Ameise gefangen. Man sagt, in dem Bau des Insekts würde sich eine Wasserquelle befinden. So kann es in der Wüste überleben. Und wieder ein ganz neues Insekt. So, und die andere bringt sich lieber selber um. Da hat sie gedacht, nee, da tue ich mir nicht an, ich bring mich um. Egal. So, das schiebe ich jetzt mal hier runter. So. Na genau. Jetzt kann ich da nämlich immer wieder drüber zurück. Warum ist da drüben eigentlich auch noch was? Vor allem, wie kam man an diesen einen Würfel da drüben ran? Hm, geht glaube ich erst ein bisschen später. Macht aber nichts. Das macht doch nichts. So, genau hier. Hier hat der Sand jetzt nämlich eine Strömung. Das heißt, die Panzer treiben sofort ab. Okay. Was ist denn hier drin? Oh, Herzen. Und noch eins. So, ich muss mal kurz was trinken. Was für ein Zufall. Ich befinde mich in einer Wüste, wo man ja dazu neigt, auszutrocknen. Und mein Mund ist auch schon trocken geworden von vielen Labern. Ich glaube sogar, dass ich hier bei dieser Statue jetzt mal speichern werde und den Part beende. Und im nächsten Part werde ich dann die Wüste weiter durchqueren, weil Zeldas Ohr befindet sich da hinten? Komme ich doch gar nicht hin. Na, da hinten ist auch... Ja, irgendwo so da hinten, also laut Karte, auf jeden Fall irgendwo da in dem Bereich. Ja, ja, ich glaube, das passt jetzt mal. Also, Wüste Ranell Westen, speicheln, also speichern, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüssi!